belong to you. So, hier habe ich eine EP3 entdeckt. Das ist eine 138er. Und hier haben wir ich drin zufällig. Können wir mal einen Zwischenstopp machen. Ja, cool. Also ich bin ja am Arendt-Wühler Weg. Ja. Die habe ich sonst gar nicht gesehen. Ich dachte jetzt, hä, was denn hier los? Eine EP3? Ich kam gerade von Janneby. Wieso steht hier schon wieder einer? Ja, ist doch cool, ne? Schöne kleine Namenhöhe, schnuckelig. Cool. Da ist er. Und Endercon typisch wieder keine Nummer unten dran, ne? Nichts. Es steht gar nichts da. Man steht immer da wie blöde. Zeichnung ist natürlich auch nicht dran, ne? Weil das müsste eine 138er sein. Auf 110 Meter, 111 Meter Namenhöhe oder so. Kann man so schätzen. Der Flügel geht bis über die 40 Meter Markierung. So ein Flügel ist lang. Wie lang ist ein Flügel? Irgendwas mit 67 Meter oder so weit hat der Flügel, glaube ich. Naja, das kommt so eigentlich hin mit 110, 111 Meter Namenhöhe. Schätze ich jetzt mal einfach so. Ich gucke mal, ob da was dran steht noch. Also es ist echt doof, dass Endercon da keine Nummern dran macht. Wie gerade für die Rettungskräfte und so wäre es halt echt gut, wenn die halt immer die Info hätten. Aber gut. Werde ich schon noch rausfinden, wo die genau hier steht. Aber jetzt recherchiere ich nicht. Ich schreibe das ins Video oder so. Ich denke mal, wenn ihr von hier kommt, ihr wisst es sowieso. Ja. Ich gucke mir dann halt zu Hause mal in Ruhe dann, wo ich hier jetzt genau bin. Weil ich will noch ein bisschen... bisschen was sehen heute. Ja, heute ist die Heimreise, 24. Mai heute. Morgen mein Geburtstag, deswegen will ich dann zurück sein. Ja. Schön, schön. So langsam werden sie hier, die Anlagen. Fett. Ja, sogar schon eine mit Kugelnarbe, schon die neuere. Cool. Ja, die läuft doch nicht auf Volllast, also nicht Volllast, aber sehr langsam halt. Noch ein Testbetrieb wahrscheinlich. Sieht alles noch frisch aus hier. Ja. Steht hier irgendwas dran? Ne? Bestimmt nur Alarm gesichert und sowas. Achtung, elektrische Anlage. Nö, nix. Schade, schade. Naja, gut. Ist halt so. Jetzt das Maschinenhaus ein bisschen. Voll geil. Herrlich. Diese Maschinchen. Turmbefeuerung hat es auch dran. Ne? Ja. Ja gut, dann war es das hier von der EP3. Ja. Hat man sie mal auf der Namenhöhe gesehen hier, ne? In Großrößen, die 138, die haben ja nicht die Kugelnarbe. Die haben auch eine höhere Namenhöhe, ich glaube 135 Meter sowas waren das. Oder 131. Ja, auf jeden Fall ist die ja kleiner. Siehst du ja an die Flügellänge auch. Da ist die 40 Meter Markierung. Und da kommt die ja locker rüber, ne? Also schätze ich mal so die 111 Meter, was er bei Endercon hat. Sieht man ja ganz gut. Ne? Ja. Gut, dann rein gehauen. Bis zum nächsten Windpark.